whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich die vierte Abfüllung von der West Cork Brennerei, und zwar die Rum Cask Edition. Es ist ein 43%iger Whisky, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, und er wurde in Rum Casks vollendet, also gefinished, ein Fassfinish. Wir wissen leider nicht, wie lang das Fassfinish war. Wir wissen aber, wo die Rum Casks herkommen, und das sind die West Indian oder Westindischen Inseln. Keine Ahnung, was da für eine Marke herkommt von den Westindischen Inseln. Ich habe auch so einen Rum noch nie getrunken. Aber interessant. Schauen wir mal, was drin ist. Sehr süß. Aber nicht so eine typische Bourbon-Süße, sondern es ist eine Marshmallow-Süße, eine Zuckerwatte, Bonbons. Das sind richtige, wie die Amerikaner so sagen würden, Candy-Süße. Also recht zuckrig, die Geschichte. Und es ist frisch. Keine von diesen dunklen Geschmäckern drin, keine Trockenfrüchte, kein gar nichts. Also ein frischer, süßer Whisky. Nicht der typische Bourbon. Ist sehr, sehr interessant. Am Antritt frisch, und jetzt baut sich so eine richtige Süße auf. Mit auch den Geschmäckern, die man auch definitiv in der Nase hat. Relativ zuckrige Süße mit, ja, wie man sich so einen Rum vorstellt, aber auch so eine gewisse Zuckerwattennote, Candy. Also das, was die Nase verspricht, das hält der Geschmack. Und ganz leichte Eichennote noch dabei. Jetzt habe ich auch noch so eine leichte Säuerlichkeit, die sich so nach der Mitte ausgebildet hat. Hatte ich beim ersten Glas im englischen Take nicht. Und zwar hätte ich jetzt gedacht, dass der aus der Reihe tanzt, weil er nicht diese Säuerlichkeit hatte, die er mit den ersten dreien hatte. Aber jetzt habe ich sie so leicht. Also die Süße mit der Zuckrigkeit kann man auch so ein bisschen sprittig rüber. Also man schmeckt schon ein bisschen den Alkohol. Ja, man merkt, es ist ein Rum-Cask. Also es ist definitiv einer dieser typischen Rum-Casks. Frisch, zuckrig, süß. Ja, ein Rum-Cask. Ganz nett. Wenn man mal einen leichten, sommerlicheren haben will, ist das wahrscheinlich keine schlechte Wahl. Ja? Schauen Sie mal auf whisky.de vorbei, wenn er sich Ihnen interessiert. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen.